Hallo Münchner! Hallo die ganze Welt da draußen! Ich bin ehrlich, ich muss jetzt erstmal schnell Luft holen, die liebe Polizei hat mich noch parken lassen und ich muss so verdammt dringend aufs Klo. Aber wir fangen jetzt mal an und zwischendurch verschwinde ich schnell. So, als allererstes, ist nicht meine Art, beginnen wir heute mal 10 Minuten später, verlese ich euch den Bescheid. Den Bescheid vom 9. Februar, von der Stadt München, vom Kreisverwaltungsreferat. Wir müssen uns vorstellen, mein Name ist immer noch Peggy Galitsch aus Rosenheim und das neben mir ist die Veronika Herweg, knapp unsere Froni. Die stellvertretende Versammlungsleiterin. Ihr merkt, ich versuche gerade ein bisschen Zeit aufzuholen. Dabei kommt einer von den Rednern erst kurz auf knapp. So, was muss ich euch mitgeben? Ich muss euch den Beginn mitgeben. Und somit sage ich, wir beginnen jetzt! Ich bin hier für euch verantwortlich. Für eure Sicherheit, für die Ordnung, damit alles gut läuft. Aber ich weiß, dass ich euch vertrauen kann und dass ich mich auf euch verlassen kann. Wir machen hier die Auftaktkundgebung, gehen dann über die Maximilianstraße, bitte nur auf der rechten Seite, rüber zum Max-Monument und dann schauen wir Direktkandidaten. Wer ist denn alles Direktkandidat heute hier? Hebt mal die Hände! Und dann schauen wir uns einfach mal unseren neuen Arbeitsplatz an. Da drüben machen wir noch schnell eine Schlusskundgebung, wo auch noch ein paar Kandidaten reden werden. Unfallverhütung. Tut nichts, wo ihr euch verletzt. Ihr wollt alle morgen Montag wieder in die Arbeit gehen. Nichts, was irgendwie brennen kann. Sag mal vorsichtig. Wenn wir hier reden, dann muss ich mir auch ein bisschen einbremsen. Ich darf nicht lauter als 85 Dezibel sein. Wenn ich zu laut bin, ruft's. Ich bin ganz leise. Was dürfen wir nicht? Ganz logisch, natürlich keine Aktivwaffen, aber davon gehe ich aus. Wir sind schließlich von der Basis. Und wir sind für den Frieden. Wenn wir schon mal bei Frieden sind, da vorne habe ich ein paar Aufkleber gemacht. Ja, der untere Teil ist von mir, der obere von meinem Grafiker. Von dem her eine gute Mischung. Nehmt sie mit, sie gehören euch. Vermummungsgebot. Bitte keine Masken aufsetzen. Skandal! Keine Sonnenbrillen. Keine Strommasken. Wir wollen euch sehen. Und seid euch bewusst, das Land ist alles im Netz. Und wenn wir schon mal beim Netz sind, da vorne liegen auch wunderbare, an den Postkarten sind auch unsere Adressen für die Social Medien dran. Liked, geht drauf, teilt. Wir müssen einfach ein bisschen aktiver im Internet werden. Man hat noch keine Wahl mit dem Internet gewonnen, aber ohne werden wir sie definitiv verlieren. So. Ich wusste, ich habe ein paar Redner eingeladen, aber so ein kleines bisschen will ich euch auch was erzählen. Zuerst mal sage ich ganz, ganz herzlich willkommen Rosenheim, München, Allgäu, Ingolstadt, Nürnberg, was haben wir noch? Weiden. München hatte ich schon, Jungs, ihr müsst gerne aufpassen. Weilheim. Also auf Deutsch, herzlich willkommen, ganz Bayern. Gerade vom Wald. Ich bin schlicht begeistert über die rege Teilnahme hier bei unserer Auftaktsversammlung. Und wisst ihr was? Ich war ganz fest davon überzeugt, dass wir hier heute in München so viele Menschen sind. Und wisst ihr warum? Weil ich an den Spirit unserer Bewegung glaube. Wir werden und wir können Berge versetzen. Wenn wir zusammenhalten und unsere Visionen hinaus in das bayerische Land tragen. In den letzten 3 Jahren haben wir es geschafft, eine neue Partei in die Mitte der Gesellschaft zu holen, entstanden aus den Menschen, aus der Mitte der Gesellschaft, welche vorher teilweise sich überhaupt nicht für Politik interessiert haben. Menschen, die erkannt haben, dass man Verantwortung in die eigene Hand nehmen muss, wenn man sieht, wie die Bürgerrechte mit Füßen getreten werden.
Menschen, die nicht alles, was die großen und unfehlbaren Götter unserer Politik für die absolute Wahrheit halten, akzeptieren, sondern Menschen, die unseren Herrschaften in Land und Bundestag auch mal einen Stopp sagen. Bis hierher und nicht weiter. Menschen, die es sich nicht nehmen lassen, Demokratie und Bürgermitbeteiligung zu fordern. Menschen, die die Pflicht der Verantwortung und ihr Recht auf Mitbestimmung wahrnehmen möchten und diese auch einfordern. Unsere Partei ist in 2 Jahren auf 6.451 Mitgliedern angewachsen. Auf 6.451 Mitgliedern in Bayern, die für Demokratie, Mitbestimmung, Freiheit, Gemeinschaft, für ein soziales Miteinander, für soziale Gerechtigkeit, für ein funktionierendes soziales Gesundheitswesen und für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Mittelstand, für einen respektvollen, achtsamen Umgang mit allen Lebewesen dieser Erde und für eine Machtbegrenzung Einzelner stark macht. Die Basis ist so stark wie die ÖDP bundesweit. Nur mal zum Vergleich. In Bayern sind 6.400 Mitglieder allein in Bayern sprechen eine deutliche Sprache. 6.400 Menschen, die sich zusammengefunden haben, um Machtbegrenzung, Achtsamkeit in der Politik zu tragen. Denn das sind die großen Themen, die uns einfach abhanden gekommen sind in den letzten 80 Jahren. Gemeinsam haben wir 3 Jahre lang für die Freiheit gekämpft und wir haben ein Stück Freiheit zurückbekommen. Jetzt gilt das, was in den letzten 3 Jahren geschehen ist, darf nie wieder geschehen. Deshalb seid mutig, seid stark. Tretet in die Öffentlichkeit und erzählt den Menschen, dass es uns gibt. Lasst die Menschen wissen, es gibt jemanden, den sie wählen können. Es gibt Menschen, welche für sie da sind. Es gibt Menschen, die aus der Mitte der Bevölkerung kommen und mit ihrer Händearbeit den Wohlstand dieses Landes mitgeschaffen haben. Es gibt Menschen, denen Wirtschaft und menschenmissachtende Politik genauso wenig gefällt wie euch allen da draußen. Es gibt Menschen, die die Stärke und die Kraft des bayerischen Landes wieder erblühen lassen wollen. Und es gibt Menschen, die sich dieser Verantwortung stellen. Damit das Volk endlich wieder dem Volk gehört. Damit das Volk in den Parlamenten wieder eine Stimme hat. Wir haben es geschafft, während der größten Krise, die unser Land in der jüngeren Geschichte erleben musste, wo Menschen auseinandergetrieben und gespalten wurden, da haben wir geschafft, Gemeinschaften aufzubauen und Gemeinschaften zu stärken. Auch für euch haben wir gekämpft. Wir haben Menschen mit unterschiedlichster Natur, Interessen und Ansichten zusammengebracht. Wir haben wichtige Entscheidungen gemeinsam getroffen und schwere Stunden gemeinsam gemeistert. Nun schaffen wir das für ganz Bayern! Ich möchte keine Partei wählen, welche sich auf den Fehlern von anderen profiliert. Ich möchte in einer Partei sein, die aufgrund ihrer Souveränität und des Glaubens und der Bestärkung der Bevölkerung wächst und sich immer für die Belange der Bevölkerung einsetzt. Wir sind keine Alternative der Altparteien. Wir sind die einzigste Option für eine hoffnungsvolle Zukunft unseres bayerischen Landes. Denn wir sind die Basis der Bevölkerung. Und jetzt kommt
unsere Zeit. Ja, hört ihr mich? Okay, vielen Dank. Ja, Froni und Peggy haben mir erlaubt, zu Beginn der Veranstaltung ein kleines, kurzes Friedensgebet zu sprechen. Und ich hoffe, ihr erlaubt mir das kurz. Allmächtiger Gott, mit allen Menschen guten Willens, bitten wir um den Frieden dieser Welt. Rühre du die Herzen der Menschen und gib uns Gedanken des Friedens und der Versöhnung. Erfülle die Menschen mit Ehrfurcht vor dem Leben eines jeden Einzelnen, vor dem Leben aller Völker, Religionen und Länder und Nationen und vor dem Geschenk der Schöpfung. Gib, dass der Wille zum Frieden die Blindheit der Mächtigen überwindet. Lass die Menschen erkennen, dass Frieden nur durch Freiheit und Freiheit nur durch Wahrheit möglich ist. Gütiger Gott, mach mich und die Menschen guten Willens zu Werkzeugen deines Friedens. Lass den Frieden siegen. Und jetzt gedenken wir vielleicht einen kurzen Moment den Opfern dieses sinnlosen Leidens und dem Schlachtens. Vielen Dank. Mein Name ist übrigens Jochen Bieringer vom KV Landshut Kelheim. Ich wünsche euch eine schöne Veranstaltung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Jochen. Nun kommt ein ganz besonderer Freund, ein Mitstreiter, ein Mensch, welcher immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen hat, und immer das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ein wunderbarer Mensch, ein Rechtsanwalt mit klaren Worten, der die Dinge beim Namen nennt. Danke, Edgar, dass ich deine Bekanntschaft machen durfte. Edgar Simon. Schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Edgar Simund. Ich bin aus Mühldorf am Inn. Bin dort im Wahlkreis Mühldorf-Altötting der Kreisvorsitzende der Basis. Dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich will daraus aber keinen Hehl machen, dass es für mich eine Berufung ist, für diese Partei vorne zu stehen. Weil ich der Meinung bin, dass es viel mehr Leute geben muss, die vorne stehen, und die brauchen Vorbilder, damit sie den Mut finden, dahin zu treten. Heute habe ich den Auftrag, ein wenig was über die Justiz zu sagen. Das ist ganz schön, weil die Justiz selbstverständlich mein Gebiet ist, da ich als Rechtsanwalt mit der Justiz ständig zu tun habe. Im Guten wie im Bösen. Ich möchte zur Einstimmung drei Beispiele bringen, die ich aus den letzten drei Jahren zusammengetragen habe. Kurze Sätze, die ich von Richtern vor deutschen Gerichten gehört habe und bei denen es mir jedes Mal leider kalt den Rücken runtergelaufen ist. Der erste Satz klingt harmlos, zeigt aber, welche Verwirrung auf Seiten der Gerichte momentan eingetreten ist. Der erste Satz lautet: Es gibt Gesetze, die muss man einfach mal befolgen. Das kennen wir schon von Herrn Wieler mit der Maske. Ja, das dürfen wir niemals hinterfragen. Genauso war es hier auch. Der zweite Satz, den ich euch gerne vortragen möchte, ist schon etwas schlimmer. Da ging es um einen jungen Mann, 15 Jahre alt, der sich aus eigenen Stücken geweigert hat, eine Maske zu tragen und dafür ein Bußgeld bekam, weil er nicht mit Maske in die Schule gehen wollte. Der Richter, der vorne saß, hat zu meinem Mandanten gesagt: Wie soll ich wissen, ob Masken gefährlich sind, bevor nicht zwei Kinder tot vor mir liegen? Ich erzähle hier keinen Schmarrn, dafür gibt es Zeugen, dafür kann man mich gerne mal versuchen anzuklagen, das wird leider nicht funktionieren, weil das so ist. Der nächste Richter, dritter kleiner Aspekt, damit ihr wisst, was auf der Richterseite momentan los ist.
Da geht es auch um Masken, und zwar Masken in einem Restaurant. Da ist ein Unternehmer, der hat eine Gaststätte. In der Gaststätte lässt er seine Mitarbeiter alle ohne Maske rumlaufen. Er bekommt dafür im Laufe der Zeit 60.000 Euro Bußgelder. Es gibt eine Verhandlung. In der Verhandlung ist der Richter nach seiner Auffassung gnädig und verurteilt ihn zu 20.000 Euro. Dann kommt er zu mir und ich lege Widerspruch ein. Entschuldigung. Einen Tag später ruft mich der Richter an und beschwert sich bei mir, wie ich denn nach so einer erfolgreichen Verhandlung es überhaupt wagen könnte, noch ein Rechtsmittel einzulegen. 20.000 Euro wäre ein super Deal. Da habe ich gesagt, 20.000 Euro sind 20.000 Euro zu viel. Ich finde, es muss mit Null ausgehen. Und wenn Sie mal sich die Sachen angucken würden, die Sie da alle vor Gericht mittlerweile liegen haben, dann würden Sie auch wissen, dass das, was ich hier sage, nämlich, dass die Masken nichts nützen, Cochrane-Studie kennt mittlerweile jeder, dann würden Sie anders entscheiden. Und jetzt kommt der Spruch, den ich euch sagen wollte, der lautet, ha, 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 ich prüfe nichts. Ich prüfe nichts. So, und das kann ich euch bestätigen, dass fast vor jedem Gericht, vor dem ich aufgetreten bin, keiner der Richter wusste, wovon ich überhaupt rede. Die wussten gar nichts, überhaupt nichts. Den haben wir 20, 30 Studien ins Büro geschickt, die haben sie nicht mal gelesen. Und jedes Verfahren, das ich bekommen habe, wurde verurteilt. Jetzt noch eine ganz kleine Geschichte zum Schluss. Nein, die spare ich mir vielleicht zum Schluss. Eins noch. Justiz ist das Thema. Zur Justiz gehören die Richter, die Staatsanwälte. Bei den Staatsanwälten kann man nicht so sicher sein. Die werden nach dem GVG genannt, also dem Gerichtsverfassungsgesetz. Das ist das Gesetz, was für Gerichte zuständig ist. Aber sie werden teilweise mal zur sogenannten Judikative, also zur rechtsprechenden Gewalt, als auch zur Exekutive, der ausführenden Gewalt gerechnet. Die stehen so dazwischen. Und ihr oberster Boss, das ist der Generalbundesanwalt, der sozusagen die ganz schweren Verbrechen wie Völkermord und ähnliche Sachen als ausschließliche Zuständigkeit zugewiesen bekommen hat, das ist ein sogenannter politischer Beamter. Der kann auf Telefonanruf des Innenministers abgerufen werden. Wenn also jemand von uns Anwälten die Dreistigkeit besitzen sollte, die Bundesregierung oder sonst irgendjemanden anzuzeigen, aus welchen Gründen auch immer, die diese Straftatbestände erfüllen, dann würde ein Anruf eines Innenministers ausreichen, um ihn seines Postens zu entheben und einen neuen Generalbundesanwalt zu installieren. Das geht dann über Nacht. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie hoch die Chancen sind, dass man, wenn schwerste Verbrechen von Regierungsmitgliedern oder von dem Bundestag sogar ausgehen, zur Anzeige gebracht werden, beim Generalbundesanwalt behandelt werden können. Es wird schwierig. So, deswegen bin ich der felsenfesten Meinung, wir brauchen hier eine komplette Revision dessen, was wir hier bei Gerichten und Staatsanwälten vorfinden. Ein Grundsatz, der in unserem Grundgesetz steht, ist natürlich die Gewaltenteilung. Das heißt, Gewalten müssen geteilt sein. Und dazu darf es keine Durchlässigkeit geben. Es kann nicht sein, dass ein Staatsanwalt mal Richter, mal Staatsanwalt, mal Richter sein kann, sondern ein Staatsanwalt ist Staatsanwalt und er ist genauso unabhängig wie ein Richter. Es darf keinen politischen Einfluss geben auf eine Staatsanwaltschaft. Denn wenn das passiert, ist Staatsanwaltschaft und die Exekutive eins. Und dann gibt es keine Strafverfolgung mehr in einem Sinne, die dem Bürger dient, sondern nur noch der Exekutive, sprich der Regierung. Das muss anders werden. Interessant ist natürlich auch, dass unsere Richter ja unabhängig sind, wie ihr wisst. Vollkommen unabhängig. Das ist so auf dem Papier. Auch diese Menschen sind Menschen, die wirtschaftlichen Zwängen unterliegen. Wir haben einige Richter in Deutschland, die den Mut hatten, das zu tun, was jetzt die Spatzen von den Dächern pfeifen, nämlich die Wahrheit zu sagen. Dafür wurde ihr Haus durchsucht, dafür wurden sie verhaftet, dafür wurden sie sogar, jetzt ist jemand bedroht, dass er sein Amt verliert als Richter, weil er etwas getan hat, was natürlich wiederum, sage ich mal ganz offen, eine kleine formelle Tätigkeit ist, die man durchaus verfolgen kann. Ob man das in diesem Maße tun muss, wage ich zu bezweifeln. Aber es wird getan, weil das Urteil, das er gefällt hat, im Zusammenhang stand mit etwas, was nicht in das Corona-Narrativ gepasst hat. Und deswegen wird er jetzt in höchstem Maße bedrängt. Ich darf hier leider keine Namen nennen, weil die Verfahren laufen, das ist mir auch untersagt. Aber ich kann euch sagen, dass wir daran arbeiten, dass das ganze Thema möglichst glimpflich für diesen Menschen ausgeht. Aber diese Menschen sind natürlich für uns Vorbilder.
Wir Anwälte sind die einzigen unabhängigen Organe der Rechtspflege in diesem Land. Jeder von uns, der sich beispielsweise mit den Anwälten für Aufklärung organisiert und sich dem, was hier passiert, entgegenstellt, ist nach den Aussagen meiner Frau, die nicht zu den Anwälten für Aufklärung gehört, ein Held. Also bin ich jetzt ein Held. Und vor euch steht ein Held, der eigentlich gar kein Held sein wollte, der es aber durch die Umstände wurde. Und davon gibt es eine ganze Menge in Deutschland, die sich jetzt endlich richtig organisieren können, weil die Wahrheit endlich so weit ist, dass man sie auf einen Tisch legen kann und niemand kann mehr wegschauen. Weder ein Polizist, noch ein Staatsanwalt, noch ein Richter. Niemand kann mehr sagen, das, was ihr mir da hinlegt, ist Geschwurbel. Und das führt automatisch dazu, dass jeder Staatsanwalt und jeder Richter, der sich diesen Erkenntnissen verschließt, sich der Gefahr der Rechtsbeugung aussetzt, und zwar der Rechtsbeugung im Amt. Und das ist dann kein Spaß mehr. Also wir müssen die Dinge weiter vorantreiben. Von Seiten der Anwaltschaft werden wir alles tun, dass die Justiz merkt, dass es so nicht weitergeht. Sie wissen sogar, was sie getan haben, denn das erfahre ich jedes Mal, wenn ich im Gerichtssaal sitze und Kritik äußere. Ich kriege keinen Widerspruch. Müssen nicht glauben, dass irgendein Richter sagt, jetzt halten Sie mal die Klappe, Herr Siemund. Das ist alles nicht richtig, was Sie da sagen. Die wissen ganz genau, was ich sage. Und die wissen auch, dass das wahr ist. Und deswegen gibt es keinen Widerspruch. Und deswegen sage ich, wir, die Anwälte für Aufklärung in erster Linie, aber auch, und das ist auch ganz wichtig, die Basis als neue politische Kraft in diesem Land. Wir werden dafür sorgen, dass die Justiz so organisiert wird, dass sie in erster Linie dem Bürger dient und nicht den Regierenden. Denn das tut sie im Moment. Und wir werden dafür sorgen, dass sowohl Staatsanwälte als auch Richter sich einer Verantwortung stellen müssen, die sie haben. Und die besteht nicht nur darin, zurückzutreten. Das Gleiche muss auch für Politiker in Zukunft gelten, die sich hinter ihrer Immunität verstecken und Beschlüsse im Bundestag fassen, die dem Volk schädigen. Das Volk schädigen, Entschuldigung. Denn das ist der Fall. Es kommen nach mir noch Redner, die viel über die Gesundheit wissen, mehr als ich. Aber ich kann Ihnen sagen, was hier passiert, ist nicht mehr zu ertragen. Und deswegen müssen wir uns dagegen aufstehen. Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz sagt uns das sogar. Da steht es nämlich drin. Danach müssen wir handeln. Es ist die Zeit. Wir können anderweitige Hilfe nicht mehr erlangen, als dass wir selbst auf die Straße gehen und uns gegen das wehren, was hier getan wird. Ich weiß, dass die Mehrzahl der Bevölkerung das nicht sieht und auch nicht sehen will. Aber das ist mir egal. Wir sind trotzdem laut und wir werden immer lauter und wir werden auch immer mehr, weil die Leute, denen es schlecht geht, gemerkt haben, was passiert ist. Und deswegen werden wir dafür sorgen, dass den Leuten geholfen wird. Und die Basis ganz voran, ganz vorne, die Basis als Partei, noch als Partei, muss diesen Dingen Unterstützung leisten, in jeder Hinsicht. Wir müssen die Leute darauf aufmerksam machen, dass es Rechtsmittel gibt, dass es Möglichkeiten gibt, sich gegen diesen Wahnsinn zu verteidigen, die das System selbst hergibt. Also das System selber gibt uns die Möglichkeit, uns zu wehren. Und diese Möglichkeit müssen wir wahrnehmen. Meine Zeit ist um, mein Schafott fällt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.